Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, das Wochenende ist rum. Wir sind wieder da. Ich freue mich, dass ich hier bin. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht. Montagnacht ist immer eine freie Themennacht bei uns. Heute auch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder meldet unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tim und Tim ist 30 Jahre alt. Hallo Tim. Hallo Domian. Warum rufst du mich an? Also, ich würde gerne mal mit dir über das Problem Hartz-IV-Reform sprechen. Mhm. Hat folgenden Hintergrund. Es ist mittlerweile so, dass also meine Lebenspartnerin und ich fast 10 Jahre zusammenleben und wir nur noch geldmäßig oder finanziell auskommen, wenn sie sich prostituiert. Oh. Was ich persönlich eigentlich sehr, sehr schlimm finde als Mann. Und sie prostituiert sich seit wann? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Mhm. Weil, ich sag mal, bevor es mal dieses Hartz-IV-Geld gab, war es ja ursprünglich mal so, dass man von dem Arbeitslosengeld seine Miete, seinen Strom, seine Unkosten selber bezahlt hat. Ja, aber es gibt Hartz-IV noch nicht seit 7 Jahren. Nein, deswegen versuche ich dir das ja zu erklären. Bitte sehr. Also, da war es so, dass man seine Kosten noch selber decken musste und trotzdem nicht hingekommen ist. Mhm. Und mittlerweile bei diesem Hartz-IV-Geld ist es ja so, dass man nur diesen Grundbedarf bekommt und dass die Miete bezahlt wird. Mhm. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, wenn 2 Personen im Schnitt 600 Euro kriegen und vielleicht ungefähr 250 Euro im Monat Verbindlichkeiten haben, dass man mit 350 Euro nicht weit kommt. Mhm. Ich denke, da wirst du mir recht geben. Ja. Von deiner jetzigen Rechnung aus, ja. Mhm. Und was ich persönlich also so schlimm finde, ist, dass ich also weder in der Politik noch in den Bereichen der Leute Gedanken gemacht wird, wie, ich sag mal, das normale Volk eigentlich versucht zu überleben. Mhm. Denn schlimm würde ich finden, zum Beispiel, wenn sie jetzt dabei erwischt werden würde, würde man ihr ja ihren Teil streichen. Und da wir in einer ähnlichen Gemeinschaft leben, meinen Teil gleich mit. Ja. Das heißt, sie wäre dann dazu gezwungen zu sagen, okay, ich kriege kein Geld mehr vom Arbeitsamt, also muss ich versuchen, damit meinem Mann zu überleben. Jetzt werden wir nicht über die Details von Hartz IV reden, weil das versteht kein Mensch. Und da gibt es nur mittlerweile ganz wenige Leute, die da durchblicken. Es wird demnächst ein Gesetz auf den Weg gebracht, diese Reform nochmal zu reformieren, weil eben auch so viel Missbrauch getrieben wird und die Kosten explodieren, obwohl sie eigentlich gesenkt werden sollten. Mhm, so, du bist jetzt ein paar persönliche Fragen. Du bist 30 Jahre alt. Was hast du irgendwas gelernt? Ich habe ursprünglich mal Schädlingsbekämpfer gelernt. Ja. Und wie lange bist du schon arbeitslos? Ich bin jetzt arbeitslos gute 5 Jahre. 5 Jahre schon? Mhm. Gute 5 Jahre. Ja. Hat den Zusammenhang, ich habe also nie einen Beruf gelernt und irgendwann hat man mir vom Arbeitsamt eine Umschulung angeboten. Ja. Und da habe ich gesagt, ehe ich überhaupt keinen Beruf lerne, dann nehme ich lieber das in Kauf, obwohl ich also im Rücken also eine Schwerbehinderung habe. Ja. Das heißt, mein ganzer Rücken ist von Geburt an kaputt. Ja. Und ich habe trotzdem gesagt, okay, ich ziehe diese 3 Jahre Lehre durch, damit ich wenigstens einen Gesellenbrief habe. Als Schädlingsbekämpfer. Genau, und versuche mich dann trotzdem aktiv um Arbeit zu kümmern. Und das hat aber nicht gefruchtet? Nein, es hat überhaupt nicht geklappt. Nein, in keiner Art. Und weiß ich nicht, ob die Entscheidung richtig war, dieses zu lernen. Ich weiß nicht, wie der Arbeitsmarkt bei Schädlingsbekämpfern ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was du sonst noch machen könntest mit deinem körperlichen Leiden, ohne dass du da in irgendeiner Weise Schaden davon tragen würdest. Was ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehe, Tim, ist, dass du mir sagst, weil es Hartz IV gibt, weil es die Gesetze gibt, wie die Gesetze sind, deshalb muss meine Frau oder meine Freundin auf den Strich gehen. Das ist hausgemachter Blödsinn. Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Der Vorschlag kam ursprünglich irgendwann vor ein paar Jahren mal von ihr. Mhm. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass sie festgestellt hat,
dass ich also keine Arbeit bekomme. Ja. Und wir von dem bisschen Geld, was wir haben, nicht überleben können. Ich betone das extra. Ich glaube, dass man, wenn man geschickt das alles handhabt, verdammt gut überleben kann mit Hartz IV. Dennoch ist das für mich überhaupt kein Argument, in die Prostitution zu gehen. Nein, aber ich sag mal so, für mich war das, als sie das irgendwann mal angefangen hat, ein ganz, ganz schwerer Grad, wo ich gesagt habe, trennst du dich von ihr oder überlässt du ihr die Entscheidung und versuchst damit zu leben? Nun macht sie das 7 Jahre schon. Genau, richtig. Sie macht das 7 Jahre und sie kassiert auch noch ihre staatliche Unterstützung, was Betrug ist. Mhm. Ist ja klar. Findest du alles in Ordnung? Wie viel verdient sie denn nebenher als Prostituierte? Über einen Monat gerechnet würde ich mal sagen, vielleicht 1500, 1600 Euro. Ich finde das alles sehr unangenehm, was du da erzählst. Es ist für mich hinten und vorne nicht stimmig. Es ist Betrug im Spiel. Es sind Ausreden im Spiel. Du bist auch so jemand, der immer alles auf andere schiebt, auf den Staat. Ich kann das nicht einschätzen, wie stark deine Rückenbeschwerden sind. Aber vielleicht hätte es für dich auch ganz andere Wege gegeben. Und immer zu sagen, nee, das geht nicht hier, dieses geht nicht, da ist der Staat schuld und hier ist wieder irgendjemand, liegt was in die Quere. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich sag mal so, wir haben eigentlich immer versucht, irgendwo... Warum geht deine Freundin nicht putzen? Sie geht nebenbei noch putzen. Also sie geht... Auf geringfügiger Basis. Ja. Da kriegt sie also 80 Euro im Monat. Tim, das ist mir zu jammerig, sage ich dir. Wie alt ist deine Freundin? Die ist 44 jetzt. Die ist 44. Hat allerdings auch keinen Beruf gelernt. Ja. So, jetzt habt ihr euch mit der Situation arrangiert, dass sie als Prostituierte arbeitet. Sie vielleicht, ich nicht. Also ich kann nicht unbedingt damit leben. Ja, du lebst aber schon 7 Jahre damit. Ja, aber nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Also mir wäre es persönlich also lieber, wenn sie sagen würde, weißt du was, leben wir von dem Kleingeld und sehen zu, dass wir damit über die Runden kommen, als dass ich da arbeiten gehe. Ja. Aber das muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Was unternimmst du denn im Moment oder in der letzten Zeit, dass du Arbeit findest? Also ich bewerbe mich grundsätzlich jeden Monat mindestens 2 bis 3 Mal. Ich versuche auch diese sogenannten 1-Euro-Jobs anzunehmen, die man mir also nicht zur Verfügung stellt, weil man sagt, ja, nachher sind sie nach 3 oder 4 Tagen krank, da können wir sie nicht mehr gebrauchen und so weiter und so fort. Also ich... muss dir ehrlich sagen, ich bin da also eher... Und in all diesen vielen Jahren kommt dabei nichts rum? Nee. Bei aller Freundschaft nicht. Ich meine, pass auf, ich habe in meinem Leben immer gerne gearbeitet. Ich würde auch wieder gerne arbeiten, wenn mich jemand einstellt. Aber es sind keine Arbeitsplätze da. Ja, also ich weiß nicht, ob 2 oder 3 Bewerbungen im Monat auch ausreichen. Ich stehe ja selbst immer oft auf dem Standpunkt, vor allen Dingen bei jungen Leuten. Du bist ein junger Kerl. Wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Ich mache immer die Einschränkungen noch bei deiner körperlichen Geschichte. Die kann ich nicht beurteilen. Ich weiß das nicht. Wenn du gesund wärst, würde ich dir das nicht so abkaufen, was du mir gerade erzählt hast. Aber lass uns über die Frauen mal reden. Ich finde das fast eine Schande, was da bei euch abgeht. Dass das so gelöst wird, das Problem, in Anführungszeichen. Gut, dann gib uns einen Tipp, wie wir es besser machen können. Indem ihr euch bescheidet, so wie es viele andere Leute auch tun. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Indem ihr eben von dem lebt, was euch zur Verfügung steht im Moment. Und du und sie sich weiter bemüht halt auch um andere Jobs. Das gibt es nicht. Ach, das ist doch alles Unsinn. Du kannst mir nicht weismachen, dass eine Frau auf den Strich gehen muss, weil die gesetzlichen Unterstützungen in unserem Land nicht ausreichen. Das gibt es nicht. Dann muss man einfach die Ansprüche runterschrauben. Denn wirst du zu mir sagen, ja, du hast ja eine gute Rede, du hast deinen Job im Fernsehen und so weiter. Nein, um Gottes Willen. Ich habe auch andere Zeiten hinter mir und weiß, wovon ich rede. Ich weiß. Ja. So, aber ich will dir was sagen. Wenn du dir zum Beispiel mal unsere Wohnung angucken würdest, nur aus Spaß, oder um zu gucken, ob wir im Luxus leben. Das glaube ich. Sage ich dir zum Beispiel, dass wir ein Auto fahren, was fast 20 Jahre alt ist. Ja. Dass wir einen Fernseher haben, der 15 Jahre alt ist. Ja. Dass wir eine Schrankwand und eine Küche besitzen, die über 10 Jahre alt ist. Und so weiter, was nicht schlimm ist. Und so weiter und so fort. Auf ein Auto zum Beispiel kann man auch verzichten, wenn man wenig Geld hat. Das muss gar nicht sein.
Also, aber wir wollen jetzt keine Detailberatung hier machen, wie man Geld sparen kann. Ich lass uns nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass du sagst, im Prinzip bin ich der Freund oder ja der Partner von meiner Frau nicht, meiner Freundin nicht damit einverstanden oder ich fühle mich unwohl, dass sie als Prostituierte arbeitet. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde lieber für sie arbeiten gehen und dass sie zu Hause bleibt. Was sagt sie denn, dass du dich da damit so unwohl fühlst? Sie sagt, das ist gut und schön, aber irgendwo muss das Geld herkommen. Mhm. Also ich finde es erschreckend, dass das so lange schon läuft, dass das 7 Jahre schon läuft, wenn das jetzt ein paar Monate... Sie versucht einfach nur, ich sag mal, uns ein einigermaßen vernünftiges Leben zu ermöglichen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich fühle mich damit als Mann, ich betone das, als Mann sehr, sehr unwohl. Mhm. Weil normalerweise sagt man ja, man soll für seine Frau und seine Kinder sorgen. Ja. Und der Mann soll arbeiten gehen. Gut, ich bin jetzt derjenige, der jetzt im Prinzip zu Hause den ganzen Haushalt schmeißt. Mhm. Ist vielleicht auch eine gute Sache. Mhm. Nur wenn ich dann sehe, dass sie abends nach Hause kommt und ich sag mal, vielleicht von dem einen oder anderen Gast, der sie dort besucht, ich drücke es mal höflich aus, angewidert ist und sagt, Tim, ich unterbreche dich jetzt nochmal. Ich habe da kein Mitleid mit der Situation. Ihr seid erwachsene Menschen, sie ist eine verdammt erwachsene Frau. Mhm. Und sie kann sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Und du kannst auch sagen, ich möchte nicht, dass du das machst, aber du machst es, du nimmst es ja schon 7 Jahre hin. Wir sind ja mittlerweile auch an dem Punkt, dass sie sagt, sie möchte das jetzt endgültig aufgeben. Ja, dann macht es doch. So, und wir haben, ich glaube, vor 1 oder 2 Tagen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube am Wochenende noch mal kurz darüber gesprochen und sind uns eigentlich darüber einig, dass wir mal versuchen wollen, mit dem wenigen Geld, was wir zur Verfügung haben, einfach auszukommen. Ja, ist doch ein Ansatz. Ist doch ein Ansatz und vor allen Dingen begeht ihr keinen Betrug mehr, was ihr im Moment tut. Ja, ich verstehe auch, was du hinaus willst. Ja, nein, aber lass uns das doch einfach mal so vielleicht auch reduzieren auf diesen Vorsatz, den du gerade selbst formuliert hast, den ihr euch da gesteckt habt. Dann versucht es doch erstmal so. Sie hat mich darum gebeten, mit dir darüber zu sprechen, weil du sicherlich jemand bist, ich sag mal, der sich vielleicht in diese Situation gut hineinversetzen kann, der eine gute Lebenserfahrung hat und der uns vielleicht einen Rat geben kann, wie man aus dieser ganzen Sache vielleicht einigermaßen gut wieder rauskommt. Ich glaube, den Rat hast du dir gerade selbst gegeben oder habt ihr euch selbst schon vorgenommen, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Nämlich versuchen, mit dem erstmal wenigen Geld auszukommen und dann sieht man weiter. Richtig. Es ist für eure Ehe nicht gut, es ist letztendlich eine ganz, ganz so unglückliche Situation, die da entstanden ist. Vor allem, was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass es also keiner von der Familie weiß. Mhm. Weder meine Familie noch ihre Familie. Ja. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und sehe, dass wir uns schon relativ lange unterhalten haben. Ist ja auch eine schwierige Situation und ein schwieriges Thema. Richtig. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Du grüßt herzlich deine Freundin von mir. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und ich hoffe, dass ihr diesen Weg geht, den du gerade beschrieben hast. Ich werde mich auf jeden Fall, wenn das geklappt hat, nochmal bei dir melden. Würde mich sehr interessieren, würde mich auch sehr freuen, Tim. Ja? Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Domian. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. 0800 220 50 50. Keine Telefonabzocke hier bei uns nach dem Motto, pro Minute kostet das so und so viel. Nein, das ist eine kostenfreie Nummer. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt ganz einfach unter der bekannten Mailadresse. Hier ist Lotte und Lotte ist 67. Guten Morgen, Lotte. Hallo Domian. Ja, hallo Lotte, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Deswegen also mein Thema ist ganz was Schlimmes und zwar ist mein Mann am 10. Mai verstorben durch Selbstmord. Jetzt vor ein paar Wochen? In diesem Jahr? Ja, jetzt am 10. Mai. Durch Selbstmord? Wie alt ist dein Mann geworden? Der hat heute Geburtstag und wäre heute 68. Heute 68? Ja. Warum hat er das getan? Das wissen wir nicht. Das können wir uns gar nicht erklären. Wir wissen nicht. Ich kann nur sagen, dass er Alkoholiker war. Mhm. Und das war die letzten Jahre sehr schlimm. Und ich habe jetzt einfach nicht mehr können. Und warum er auch
vor einer Woche zuvor waren wir an der Nordsee im Urlaub und da ist er am zweiten Tag auf dem Gehweg zusammengebrochen und Krankenwagen gekommen und dann haben sie ins Krankenhaus geschafft und dann hat es geheißen, einen Krampfanfall. Ja, hat er denn in den letzten Wochen und Monaten auch noch sehr viel getrunken? Ja, als ihr im Urlaub wart auch? Ja, an dem Tag eigentlich nicht so viel, da war es nicht so viel, aber er hat schon getrunken, er hat heimlich getrunken, also das hat man gar nicht so gemerkt. Weißt du ungefähr, wie viel er am Tag so verbraucht hat? Kann ich gar nicht so sagen, es war im Keller und hat im Keller, also immer im Keller getrunken. Und harte Sachen, Schnaps oder Bier, Wein? Jetzt, letzte Woche, und so habe ich mal im Keller nachgeschaut, der war ja immer selber im Keller und da habe ich auch gesehen, dass auch scharfe Sachen, dass er da auch getrunken hat, der alles im Keller gehabt. Wie lange ist er schon alkoholkrank? Also 10, 15 Jahre. Hat er das eingesehen, dass er Alkoholiker ist? Überhaupt nicht. Das heißt, er war auch nie in einer Entgiftung überhaupt irgendwas? Nicht. Gar nichts. Er hat es überhaupt nicht eingesehen. Ich war letztes Jahr dann mal in der psychosomatischen Klinik, weil ich mit den Nerven so am Ende war. Und dann, wie ich wieder zurückgekommen bin, habe ich zu ihm gesagt, meinst du, das war schön, einfach da in die Klinik und so. Dann hat er gesagt, warst du doch da geblieben. Er hat es überhaupt nicht eingesehen. Und jetzt war es ja wieder dann, wie wir dann von der Nordsee zurückgekommen sind, war der dann im Krankenhaus ein paar Tage und dann die Woche zurück mit der Gruppe. Und dann haben wir also gerade, dass man überhaupt nach Hause gebracht habe und dann ist er an dem Montag dann beim Arzt gewesen und dann haben wir gesagt, der Arzt hat auch gesagt, unser Hausarzt und ich auch, habe gesagt, er muss jetzt unbedingt zum Entzug gehen. Es geht nicht mehr so. Aber er war ganz starr und hat sich dagegen gewehrt. Er hat sich immer dagegen gewehrt und hat es immer abgestritten und es ist nicht wahr. Wie hat er sich das Leben genommen, Lotte? Bitte? Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt und ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden. Ich war beim Zahnarzt an diesem 10. Mai, war beim Zahnarzt um 3:15 Termin, bin beim Zahnarzt gewesen und dann sagt die Frau Zahnärztin zu mir, wie geht's Ihnen nicht gut? Die hat mir angehört, dass mir's gar nicht gut geht. Ich bin gesessen und habe geweint. Und dann hat die Behandlung eine Stunde gedauert, dann bin ich nach Hause, dann war er nicht da, dann habe ich den naja spazieren, wie er alles mal gemacht hat, und dann nach eineinhalb Stunden rausguckt, aber kommt nach eineinhalb Stunden, sehe ich im Flur, dass sein Schlüssel noch hängt, sein Wohnungsschlüssel. Da dachte er, der ist ja gar nicht fort. Und dann bin ich in den Keller, hab geschaut, nix. Dann habe ich bei der Nachbarin klingelt, die ist 91 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, gehen wir mal auf den Speicher schauen zusammen, gerade eine Etage höher. Und dann war die Speichertür offen, die ist normal immer zu. Und die war offen, da sind wir rein. Meine Nachbarin voraus, die hat nach links, ne, ist ja nichts, nach rechts, und das erkennt. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich ihn gesehen. Und da war er schon verstorben? Da war er schon drei Stunden tot. Habt ihr Kinder? Ja, also wir haben zwei Töchter und die große Tochter hat am 16. Mai, also in dieser Stunde, wo die Trauerfeier war, ihr zweites Kind geboren. Also am 16. Mai ist der Mann dann beigesetzt worden. Lass mich mal sagen, so wie du ihn jetzt schilderst, in den paar Minuten, wie du mir das jetzt so erzählt hast, klingt das, als wäre er ein sehr unglücklicher Mann gewesen. Ja, das kann man fast so sagen. Er hat es halt nicht eingesehen, dass er krank ist und dass er... Wie war denn eure Ehe? Also am Anfang wunderschön. Wunderschön, es hätte nicht schöner sein können. Auch die zwei Kinder geboren, wunderschön alles. Und er war bei der Arbeit immer. Da ist so langsam da reingeschlittert. Ich habe das wirklich gar nicht so gemerkt. Und es gibt überhaupt gar keinen Abschiedsbrief. Es gibt keine Hinterlassenschaft, irgendetwas, ein Signal, woraus du schließen könntest, das ist in ihm vorgegangen. Also, mir nehme an,
durch diesen, in dem Krankenhaus an der Nordsee, da haben sie ihn dann zum CT gebracht und da haben sie festgestellt, dass vor einem halben Jahr etwa ein Schlaganfall war und er hat es gar nicht gemerkt. Also das kann sein, du hältst es für möglich, dass ihm das alles so über den Kopf gewachsen ist, dass er es dann vielleicht doch kapiert hat, dass er Alkoholiker ist, aber dagegen nichts tun konnte, nicht die Kraft hatte und auch noch jetzt dieses Untersuchungsergebnis bekommen hatte und dass einfach alles über ihm zusammengebrochen ist. Wir waren dann am Montag zuvor beim Arzt, bei unserem Hausarzt, dann habe ich ja auch gesagt und der Hausarzt auch, die müssen unbedingt den Entzug machen. Also ich habe dann gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen, ich bin auch mit meinen Nerven am Ende. Habt ihr viel gestritten, deshalb auch? Deshalb auch, ja. Es war nur immer wegen dem Alkohol, sonst überhaupt nicht, sonst gar nicht. Hast du jetzt, Lotte, das Gefühl, weil neben der Trauer, die natürlich da ist, wenn man den Ehemann verliert, auch ein bisschen Wut auf ihn, dass er dir das angetan hat? Ja, dass er einfach so gegangen ist. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Wut, dass er so gegangen ist. Verstehe ich. Hast du auch, finde ich, zu Recht auch. Ja, ich meine, er trägt ja Verantwortung für sein Leben. Er ist schwerer Alkoholiker und hat offensichtlich nicht einen Versuch unternommen, davon wegzukommen. Gar nicht. Er hat es überhaupt nicht eingesehen. Und gar nicht seine Reaktion ist jetzt, sich, ich sag's mal ganz böse, sich davon zu machen. Und das ist natürlich für dich ganz schlimm, für die Hinterbliebenen. Und den Anblick, deinen Mann im Speicher hängen zu sehen, dann wirst du dein Leben nicht vergessen. Ich kann gar nicht hochgehen, ich kann gar nicht darauf gehen. Du hast gerade von Kindern gesprochen, hast du denn Menschen um dich, die dich ein bisschen auffangen und die dich trösten, wo du auch reden kannst? Ja, ich habe Freunde schon und Nachbarn auch, sehr nette und eine Tochter wohnt ja auch hier im Ort, aber die hat ja auch ihre Arbeit und ihre Familie und... Also irgendwie fühlst du dich dann doch alleine mit deinem Schmerz und mit den vielen Gedanken. Ja, und dann immer, was habe ich falsch gemacht? Oder ich bin schuld. Ich habe dann einen Zusammenbruch gehabt und habe immer gesagt, ich bin nicht schuld. Weißt du was, Lotte, ich will dir mal sagen, ich könnte Stein und Bein gerade schwören, nach dem, was du mir erzählt hast, wenn das auch bisher noch nicht sehr viel war, dass du da nicht schuld dran bist. Ein Alkoholiker ist immer selbst schuld an seiner Situation und auch selbst schuld, wenn er da nicht rauskommt. Ja. Dir da jetzt noch zusätzlich im Nachhinein Vorwürfe zu machen, ist nicht gut und da tust du dir wirklich nichts Gutes. Du hast genug schon im Moment mit allem zu tragen. Ja. Also ich muss noch sagen, in seiner Tasche, in der Hosentasche hat er einen Zettel geschrieben und ich habe den aber nicht gesehen, aber meine Tochter, die hat ihn gesehen, die Polizei und alles war ja da und für diesen Zettel war gestanden, ich kann es nicht wörtlich sagen, so ungefähr, nun ist die Welt für euch wieder in Ordnung, 15.31 Uhr. Achso, das ist ein letztes Wort gerade. Ja, ich finde, das ist gemein. Gemein, weil? Weil er uns die Schuld wieder zuschiebt. Wie er es immer gemacht hat, immer andere die Schuld zuschiebt. So war er immer. Ja, ich war immer schuld. Ich war immer schuld. Dann, wenn der das so gemeint hat, und offensichtlich hat er das so gemeint, du kennst ihn gut, ist das wirklich sehr gemein. Ja. Sehr gemein, das muss man sagen, auch wenn es ein Mensch ist, der gerade verstorben ist. Aber es ist wirklich so. Ja, also ich habe den Zettel nicht gesehen, aber meine Tochter hat mir gesagt, die hat die da zwar auf da drauf gestanden. Und ich habe einfach für mich gedacht, es ist gemein, sowas zu sagen. Pass mal auf, Lotte. Ich finde, dass du jemanden brauchst, mit dem du vielleicht über diese Dinge, die wir jetzt gerade mal so angerissen haben, noch öfter intensiver reden solltest. Ja, ich bin richtig innerlich, so richtig kaputt bin ich. Glaube ich. Kann nicht schlafen und wenn ich im Bett liege, dann dreht er sich um, mein Bett wackelt und ich schreie hoch. Ja, kann ich. Das ist ganz schlimm. Kann ich verstehen. Jetzt wirst du auflegen und dann ruft die Simone dich an. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Ja.
Dann könnt ihr erstmal weiter in Ruhe sprechen. Ja. Und die Simone wird dir ein paar Ansprechpartner und ein paar Telefonnummern geben, wohin du dich wenden solltest und könntest in der nächsten Zeit. Ich fände gut, wenn du dir diese Hilfe suchen würdest. Das ist besser, wenn du da jemanden an der Seite hast, als wenn du das versuchst, alleine zu machen, weil das ist, glaube ich, sehr schwierig für dich in der jetzigen Lage. Ja. Dann legst du jetzt bitte auf, ja. Liebe Lotte, und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft. Dankeschön. Und mach dir keine Schuldvorwürfe. Das ist nicht gerechtfertigt, auch nicht ansatzweise. Okay? Ja, okay. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke, vielen Dank. Tschüss, Lotte. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema, morgen möchte ich mit Frauen reden. Eigentlich fast nur mit Frauen. Eigentlich fast nur mit Frauen. Das Thema heißt nämlich, mein Mann ist ein Weichei. Ich möchte mit Frauen sprechen, die im Moment mit Männern zusammen sind, die das sagen. Mensch, der Kerl, als ich ihn vielleicht kennengelernt habe, war das ein richtiger Zier. Mittlerweile ist das ein Weichei. Es ist ein Weichei geworden. Oder ich würde auch gerne mit Frauen reden, die sich von einem Weichei schon getrennt haben. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mann, der eine Frau hat, die wiederum sagt, Mensch, du bist doch ein Weichei. Also morgen ist das Thema, mein Mann ist ein Weichei. Ihr könnt euch anmelden schon unter domian@wdr.de oder eben morgen eine Stunde vor der Sendung sind ja die Leitungen geschaltet, anrufen oder halt auch während der Sendung. Weiter geht es mit Sandy. Sandy. Sandy ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandy. Was ist dein Thema? Also, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Macht nichts. Also, ich rufe an, weil ich seit 6 Wochen mit einem Mann zusammen bin, der 18 Jahre jünger ist als ich. Ja. Und er ist 21. 20. Ja. 21. Mhm, ja. Und wir haben unsere Beziehung eigentlich die ganze Zeit heimlich gehalten und die war auch recht harmonisch. Ja. Er ist zurzeit beim Bund und ist eigentlich nur das Wochenende da. Ja. Und das Problem ist eigentlich seine Mutter. Also er hängt sehr an meiner Mutter und er telefoniert oft mit seiner Mutter. Mhm. Seine Mutter hat ihm hinterher spioniert und hat halt jetzt erfahren, dass ich halt älter bin als er und dass ich eine Tochter habe. Die wie alt ist? 13. 13. Mhm. Und sie verlangt jetzt von ihm, dass er sich von mir trennt. Aha. Sonst wirft sie ihn zu Hause raus. Also er wohnt noch zu Hause. Hast du mit der Frau auch gesprochen? Nee. Also es ist so, dass sie, also es ist jetzt erst gestern passiert, dass die beiden sich gestritten haben. Mhm. Sie ihm seinen Autoschlüssel weggenommen hat und er dann mit dem Motorrad zu mir gefahren ist. Mhm. Und es hat halt heftig geregnet gestern. Mhm. Ja, und er war halt so nass, dass auch sein Handy nass war und sie nicht erreichbar war. Und dann ist sie in sein Zimmer gegangen, hat seine Handyrechnung genommen und hat dann mich angerufen. Mhm. Sie hat selber nicht mit mir gesprochen, sondern ich habe ihr nur die Nummer gezeigt, weil ich kenne nur seine Handynummer. Ja. Weil wir hauptsächlich darüber kommuniziert haben und dann haben die beiden ganz heftig gestritten und dann hat sie ihm das Ultimatum gestellt. Wie hat er darauf reagiert? Er war fix und fertig und er hat gesagt, er steht zwischen zwei Stühlen und er will sich nicht entscheiden. Ja. Gibt es denn da auch noch einen Vater oder lebt er alleine bei der Mutter? Nee, es gibt eine ganze Familie, wohnen alle in einem Haus. Aber im Moment tritt so die Mutter in Erscheinung hauptsächlich? Die hauptsächlich, ja. Also es ist so gewesen in der Vergangenheit, dass sie immer ständig angerufen hat. Ständig angerufen hat, wo er ist, wann er nach Hause kommt. Ja. Und ja. Also, der junge Mann ist Anfang 20, du bist Ende 30. Ja. Das ist ein Unterschied, aber nun auch noch nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Wenn du jetzt 59 wärst, dann wäre ich auch noch irritierter, sagen wir es mal so. Ja. Ihr seid aber erst 6 Wochen zusammen, sagst du. Ja. Mhm. Ich finde, erstmal muss ich sagen, spontan, die Reaktion der Mutter unglaublich. Ja, die hat sich da überhaupt nicht reinzumischen. Finde ich auch. Der Junge ist erwachsen und der kann machen, was er will. Und wenn der eine 17-jährige Freundin hat oder eine 50-jährige Freundin, das ist im Prinzip wurscht.
Sie kann sagen, sie kann vielleicht ihren Rat geben, aber mehr auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr dominante Frau ist und er wohnt noch zu Hause und sie will genau wissen und sie weiß, was gut ist für den Jungen. So nach dem Motto, ne? Ja, genau. Mhm. Sie dominiert sehr stark in der Familie. Ja, jetzt ist es natürlich für dich eine ganz schwierige Situation, weil du kannst im Prinzip gar nichts machen. Sondern er, vielleicht ist das seine erste große Bewährungsprobe der Abnabelung von zu Hause. Im Prinzip müsste er jetzt auf den Tisch schauen und sagen, Mama, bis hier und nicht weiter. Lass mich in Ruhe. Ich kümmere mich um mein eigenes Leben. Ich quatsch dir auch nicht in dein Leben ein. Also tu du es bitte auch nicht. Das müsste er eigentlich jetzt machen. Selbst mit der Konsequenz, dass er rausfliegt zu Hause. Aber da kannst du nichts machen. Da kannst du einfach nur da sitzen und sagen, erstmal abwarten, wie er sich entscheidet. Wenn er sich jetzt wegorientiert von dir oder sich so etwas zurückzieht oder mir vielleicht sogar ziemlich zurückzieht, kannst du den eh vergessen. Ich meine, die Beziehung ist ja auch noch so jung. Ja, sie ist auch noch sehr jung. Und ich finde auch, dass es, ich meine, ich verstehe die Mutter ein Stück weit. Ich weiß, er hat mir erzählt, dass sie ganz spät schwanger geworden ist, dass sie ganz lange versucht hat, schwanger zu werden und dann ihn bekommen hat. Mhm. Und ich denke, das ist der Grund auch, warum sie an ihn hängt. Das mag ja alles erklärbar sein. Dennoch müsste sie sich zurückhalten. Dennoch ist das Verhalten, so wie du es schilderst, wenn es denn so ist, finde ich nicht in Ordnung. Ja. So. Wie schätzt du denn das bei ihm jetzt ein, wie er... Das ist nur gestern passiert. Habt ihr heute schon auch nochmal telefoniert miteinander? Ja, wir haben schon telefoniert und er hat halt gesagt, dass die Mutter ihm das Ultimatum gestellt hat, dass sie einen Beweis verlangt darüber, dass wir uns getrennt haben. Ich weiß zwar nicht, wie das aussehen soll. Mhm. Und dass er sich nicht von mir trennen will. Ja. Aber dass er auch nicht weiß, wenn er rausgeschmissen will, wohin er soll. Ja. Und ich fände es jetzt auch nicht gerade eine super glückliche Lösung, wenn er zu mir... Finde ich auch einen sehr, sehr klugen Rat, eine sehr, sehr gute Einschätzung von dir. Das finde ich auch nicht in Ordnung, wenn der gleiche zu dir käme. Zumal wir immer wieder uns vor Augen halten müssen, dass ihr erst 6 Wochen zusammen seid. Das ist ja auch genau. keine solide Basis. Da müsste er irgendwie sehen, dass er sich durchschlägt. Im Prinzip kannst du nichts machen, als abwarten. Meinen Sie, es wäre gut, wenn ich vielleicht mit der Mutter mal rede? Tja, wenn das... man kann es versuchen. Das kann nie schaden. Ich habe die Vermutung, dass es nicht viel nutzt. Aber versuch es, ja. Wenn du da stark genug für bist und dich traust, mach es, ja. Ich wüsste nur nicht, was ich ihr sagen soll. Was soll ich ihr denn sagen? Ja. Im Prinzip alles, was du sagst, damit greifst du ihre Position an. Wenn du ihr das sagen würdest, was ich gerade gesagt habe, wird die wahrscheinlich ausklinken. Nach dem Motto, sie müssen ihrem Sohn die Freiheit lassen, die er braucht. Er ist ein erwachsener junger Mann. Eigentlich müsste er es regeln. Eigentlich müsste er das alleine regeln. Du solltest dich da gar nicht groß einmischen. Jetzt, wo wir so reden, komme ich eigentlich doch zu der Überzeugung. Er ist die Hauptfigur in dem Spiel und er muss es regeln, nicht du. Wenn sie vielleicht dich, er kann ja den Vorschlag machen, vielleicht wäre das eine ganz kluge, ganz gute Lösung. Er kann ihr, der Mutter, ja den Vorschlag machen, dass sie sich gerne mit dir mal unterhalten kann, damit sie dich kennenlernt, damit sie eine Einschätzung von dir als Mensch und als Person bekommt. Ja, den Vorschlag hat er schon mal gemacht. Und sie will es nicht. Ja, ich habe schon recht große Angst vor der Begegnung mit ihr. Ja. Ich meine, wenn sie darauf einginge, wäre das ja zumindest ein Zeichen. Dann könnte sie sich davon überzeugen, dass du ein netter Mensch bist und in Ordnung bist und so weiter. Aber wenn sie ganz grundsätzlich dagegen ist und wenn es nur um das Alter geht, nur die Kategorie, die ist so viel älter als du, dann hat das wahrscheinlich gar nicht viel Sinn. Dann hilft nur ausziehen. Bitte? Dann hilft nur ausziehen für ihn. Finde ich schon. Das wäre sein Freischwimmerabzeichen, wenn er das schafft. Also, du kannst ja, damit du auch noch konstruktiv bist, du kannst ihm das ja nochmal vorschlagen, dass er das wiederum seiner Mutter vorschlägt, ein Treffen zwischen dir und ihr. Dann soll sie das entscheiden.
Ansonsten muss er etwas tun und du kannst nichts tun. Ja. Liebes Handy, weiter kann ich dir gar nichts dazu sagen. Ja. Ich verstehe sie ja auch. Ich meine, ich wäre auch nicht, glaube ich, begeistert, wenn meine Tochter jemand Älteres hätte, aber ich würde mich da nicht so einmischen. Mhm. Weil ich denke, das ist, ich weiß jetzt auch nicht, wenn er jetzt mit mir zusammen ist, ist das nur ein Trotzverhalten dann seiner Mutter gegenüber oder ist das, weil er mit mir zusammen sein möchte? Das ist eine gute Frage. Das wirst du erst über einen längeren Zeitraum mitkriegen, ob da wirklich eine tiefe Gefühlsgeschichte hintersteckt oder ein Trotzverhalten. Das ist das Risiko auf, das sind all die Risiken, auf die du dich einlässt, wenn du jetzt diese Geschichte weiterlaufen lässt. Bist du denn sehr verliebt in ihn? Ja. Sehr? Ja. Mhm. Er auch in dich, soweit du das mitbekommst? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sandy, ich wünsche einfach nur, dass er sich richtig entscheidet. Und wünsche euch Glück. Warten. Bitte? Ja. Ich sage, ich muss einfach warten. Ja, genau. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Katharina ist hier. Katharina ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katharina. Ja, ich habe so ein Problem, zwar selber nicht, aber eben halt mit meinen Kindern. Ja. Wir sind jetzt seit 3 Jahren verheiratet, haben 2 süße Kinder auch. Und jetzt... Moment, deine Kinder? Hast du? Mein Sohn, meine Schwiegertochter. Ach so. So. Mhm. Und wie gesagt, jetzt läuft das so, seit 6 Wochen... Da weiß ich das jetzt, dass mein Sohn dann gesagt hat, auch die Schwiegertochter, sie sind im Moment nicht mehr zusammen. Mhm. Und zwar ist sie ziemlich abhängig vom Internet und ist da in so eine Situation auch eingeschlittert mit SM, hat da eine Domina, mit der sie im Kontakt immer ist. Und Moment, sie ist in eine Situation hineingeschlittert in Sachen SM? Durch das Internet ist sie irgendwie zu einer Domina gekommen. Deine Schwiegertochter? Meine Schwiegertochter, ja. Zu einer Domina? Ja. Oh. Weil sie lesbisch ist, oder was? Ja, neuerdings stellt sich das wohl raus. Lesbisch, also sie hat lesbische Neigungen? Ja, wie gesagt, das hat sie jetzt so ungefähr seit 3/4 Jahr. Wie gesagt, ich weiß es jetzt selber erst seit 6 Wochen auch. Und ist interessiert an einer Domina? Ja, sie hatte dann wohl auch schon ein Treffen damit. Ich hatte dann die Kinder und so nach dem Motto, jetzt hat sie mal freies Wochenende für sich, weil wie gesagt, es ist auch viel Arbeit. Wie alt sind die Kinder? 2, 3/4 und 1,5. Kleine Kinder noch. Ja. Mhm. Naja, und wie gesagt, sie hat dann auch so noch einen Bekanntenkreis von Frauen da gehabt, was man jetzt erst im Hinterher rausgefunden hat. Ja. Und wie gesagt, also dann von dieser Domina kam, war mein Sohn also total entsetzt. Sie war wohl hier so blau geschlagen und alles dann. Also der weiß richtig rundherum Bescheid. Sie haben da auch drüber gesprochen und der sagt, so kann ich nicht leben. Weiß sie auch, dass du das alles weißt? Nein, das weiß sie noch nicht. Ach, das weiß sie noch nicht. Nein, weil ich hatte dann auch zu meinem Sohn gesagt, Mensch, soll ich sie mal drauf ansprechen? Und da sagt er erst auch immer, sagt der Mensch, lass sie erst mal, sie blockt sonst ganz ab. Ne? So, jetzt sind die beiden seit 6 Wochen, sagst du, getrennt. Ja, er wohnt jetzt zurzeit beim Freund in der Wohnung, der ist im Moment nicht da. Und jetzt möchte sie gern auch eine Wohnung selber haben, ja, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung rauskommen. Ja. Was ist jetzt dein... Also auf Abstand. Verstehe. Ne? Was ist dein Problem? Mein Problem ist jetzt damit, wie verhalte ich mich? Spreche ich sie drauf an mal, ob man da nicht doch noch irgendwie was retten kann oder was? Also jetzt geht es gar nicht darum, dass sie vielleicht lesbisch wird oder SM-Sex-Neigung hat, sondern... Ja, wie gesagt, das ist ein Außenstehender, merkt das im Prinzip auch gar nicht. Aber es geht ja jetzt in erster Linie darum, ob du sie ansprichst, ja, und ob eventuell die Beziehung wieder zu kitten ist. Darum geht es, oder? Genau, weil wie gesagt, wenn man sie so erlebt auch mit, ne, sie sucht auch irgendwie seine Nähe und wie gesagt, will im Arm genommen werden von ihm, nur er selber sagt, ich kann also so auf 2 Schienen nicht fahren. Was sagt sie denn über ihre Gefühle zu deinem Sohn? Sie hat Gefühle noch, aber wie gesagt, sie hat jetzt, wie gesagt, dieses Neue ist für sie sehr interessant. Und dein Sohn hat auch noch Gefühle für seine Frau. Ist ja auch alles tragisch. 2 ganz kleine Kinder. Genau, und wie gesagt, er fährt auch jeden Abend, wenn es ihm von der Arbeit aus möglich ist, bringt die Kinder mit ins Bett. Wie weit hast du denn überhaupt mit ihr jetzt schon gesprochen? Ich weiß also ja nur, das war wie gesagt hier, dass sie eben auseinander, dass da im Moment nicht groß was läuft.
Und dass, wie gesagt, mein Sohn dann irgendwo anders wohnt und sie sich auch eine Wohnung suchen wollte, weil sie... Aber über die Gründe hast du mit ihr noch nicht gesprochen. Nein, deswegen weiß ich nicht. Spreche ich sie mal drauf an. Weil ich habe zu ihr gesagt, wenn du mit mir reden möchtest, dann... Ja, ist mir klar, dass du dich nicht mit ihr über diese SM-Geschichte unterhalten hast. Aber du hast auch noch nicht so über ihre... so generell über die Ehekrise gesprochen mit ihr. Gar nicht. Nee, sie sagt, sie braucht erstmal was Abstand. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Schwiegertochter? Sehr gut. Sehr gut. Wir mögen sie an für sich, also wirklich. Sie ist also so eine unheimlich Liebe. Ja, ne? Und aber dann, Katharina, dann ist es doch völlig okay, dass man mal fragt, Mensch, was ist denn da los? Erklär's mir. Ja, wie gesagt, sie sagte auch, mein Sohn hatte das mal erwähnt, dass sie wohl mal gesagt hat, sie ist wohl von ihrem Stiefvater irgendwie auch in jüngeren Jahren mal angefasst worden, ob das irgendwie bei ihr jetzt rauskommt oder so, man weiß es nicht. Ja, das ist jetzt sehr weit interpretiert. Und dann hatte er dann auch vorgeschlagen, Mensch, lass uns doch nochmal zu so einer Partnerberatung gehen oder so. Ja, und dann also ich will dir sagen, das ist auch spontan gerade meine Idee. Natürlich, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Schwiegertochter hast, spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass ihr beiden euch mal zusammensetzt und du mal fragst, Mensch, was ist denn eigentlich los? Versuch es mir doch mal zu erklären. Mhm. Und dann wolltest du zur Partnerberatung erst überhaupt nicht hin und jetzt hat mein Sohn letztens wieder mit ihr gesprochen. Dann sagt er auch, Mensch, sagt er, wenn es wirklich kaputt ist, sagt er, ich brauche das für mich selber auch, um für mich einen Abschluss zu kriegen. Mhm. Ja, finde ich gut. Und was hat sie jetzt erneut darauf gesagt? Ja, sie war denn auch an für sich damit einverstanden. Mhm. Und jetzt hat er irgendwie bei der evangelischen Familienberatung oder sowas. Aber da kriegt man ja unheimlich schlecht Termine. Ist, ne? Alles sehr schwierig. Ja, auch über Wochen immer. Bisweilen, ja. Mhm. Mhm. Aber da ist was in die Gänge jetzt gekommen. Ja, sie versuchen es dann, ne? So, dann finde ich die Sache schon mal, mehr kann man gar nicht machen. Und du schon gar nicht. Mhm. Das Einzige, was du machen kannst, dass du auch nochmal das Gespräch suchst und sie vielleicht auch nochmal unterstützt, in dieser Entscheidung zu dieser Paarberatung oder Eheberatung zu gehen. Mhm. Weil das ist mit Sicherheit die richtige Lösung. Und wenn dabei herauskommt, dass die beiden nicht mehr können, aber dann hat man zumindest das geklärt und hat miteinander gesprochen. Mhm. Also sprich sie an und bekräftige auch nochmal da die Initiative oder unterstütze die Initiative zur Paarberatung. Mhm. Weil wie gesagt auch so, sie unternehmen auch was, sie nehmen auch die Kinder öfter, dass sie mal ein bisschen rauskommen. Wie gesagt, sie war auch sehr jung, als sie die Kinder dann halt eben noch kriegt und es ist unheimlich viel, ne? Aber wir bemühen uns auch in sämtlichen Sachen immer, dass man sagt, komm, wir nehmen mal die Kinder. Finde ich alles sehr nett, aber dadurch kannst du natürlich auch keine Ehe kitten. Nein. Also, du redest mit ihr, das kannst du ohne weiteres machen, finde ich. Wenn sie nicht sprechen will, dann musst du es respektieren, aber den Versuch kannst du auf jeden Fall unternehmen. Mhm. So machst du es, okay? Okay. Liebe Katharina, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Und weiter geht es mit der Yvonne. Und Yvonne ist 23 Jahre. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Warum rufst du mich an? Ja, mein Problem ist, ich weiß seit mehr als einem Jahr, dass ich halt keine Kinder kriegen kann. Mhm. Und ich lebe seit 3 Jahren mit meinem Freund in einer festen Beziehung. Ja. Und ja, für mich persönlich ist das halt sehr schwierig, weil ich auch immer viele Kinder haben wollte. Das heißt, du hast dich gynäkologisch untersuchen lassen und dabei ist das rausgekommen? Genau. Mhm. Und das ist auch ein definitives Urteil. Das ist so. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren eine Bauchspiegelung gehabt und dabei ist halt rausgekommen, dass ich halt eine ziemlich starke Endometriosenbildung habe. Das heißt? Das heißt, dass sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter sammelt und es ist dann auch alles weggespült worden. Dann habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr Ruhe gehabt und das äußerte sich oder fing dann halt an, sich zu äußern, indem ich halt meine Periode nicht mehr gekriegt habe. Mhm. Und dann bin ich halt erneut beim Frauenarzt gewesen und der hat mir dann halt gesagt, dass ich halt keine Kinder kriegen kann. So, das ist natürlich für jemand, der sich viele Kinder gewünscht hat, erstmal ein hartes Urteil und eine harte Diagnose. Ja, auf jeden Fall. Wie geht denn dein Freund damit um? Ja, mein Freund, der geht damit eigentlich relativ gelassen um, sag ich mal. Mhm. Weil ich meine, er ist halt so ein Typ, der kann das auch nicht so gut ausdrücken. Wie alt ist denn dein Freund? Der ist 27. 27. Mhm. Also wenn man ihn nicht genau kennt, dann weiß man auch, oder dann denkt man auch, er hat jetzt so eine
leck mich am Arsch Haltung. Mhm. Aber ich kenne ihn halt ziemlich gut und ich weiß halt auch, dass es nicht so ist. Ja. Ich meine, wir beide sind uns da relativ einig auch gewesen, dass wir erstmal keine Kinder wollen, aufgrund dessen, weil wir auch nicht wüssten, ob wir das Kind überhaupt durchkriegen können. Mhm. Also so vom Finanziellen so, her auch. Jetzt ist aber, es hat die Medizin diese klare Aussage gemacht. Mhm. Ne? Wo es kein wahrscheinlich die ganz, ganz klar ist, wie du sagst. Ja, das so. Das heißt, damit muss man sich jetzt arrangieren lernen ja. und abfinden lernen. Wenn ja. das auch noch so weh tut, wenn man andere Wünsche hatte. Die Kunst ist immer, wenn man in allen Bereichen so im Leben, dass man einfach zu akzeptieren lernt, was ist, wie es ist. Also das lässt sich leicht sagen, aber das ist eine große Kunst im Leben, in ganz vielen, auf ganz viele Dinge bezogen. Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, ich hätte mich damit arrangiert und auseinandergesetzt, aber irgendwo, ja, scheinbar so doch nicht, weil... braucht er vielleicht auch seine Zeit. Die Diagnose ist halt schon ein bisschen älter auch. Trotzdem. Und ich habe, wie ich die Diagnose gekriegt habe, war ich noch in der Ausbildung. Ich habe examinierte Altenpflegerin gelernt. Mhm. Und die erste Prüfung, die ich dann gemacht habe, war relativ kurz nach dieser Diagnose. Mhm. Und die Prüfung habe ich dann auch erstmal in den Sand gesetzt. Und es hat dann auch seine Zeit gebraucht. Ja. Aber heute hast du das Examen in der Tasche? Ich habe mein Examen. Mhm. Ich habe dann ein halbes Jahr später nochmal einen Anlauf gemacht zur Prüfung. Yvonne, hast du denn erstmal du alleine für dich, vielleicht dann auch mit deinem Freund zusammen, erstmal für dich alleine so über die Möglichkeit der Adoption nachgedacht? Klar hat man darüber nachgedacht, aber ich sag mal, ich meine, ich weiß, wie schwer das ist, über das Jugendamt an Kinder ranzukommen, weil meine Mutter, die hat selber zwei Kinder damals aufgenommen, in Vollpflege. Mhm. Aber ich meine jetzt abgesehen mal von den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Du bist ja noch eine junge Frau, da ist es ja, je jünger man ist, desto besser. So für dich vom Gefühl her, könntest du dir das vorstellen? Ja, doch, irgendwo schon, klar. Mhm. Aber es ist halt auch immer irgendwo was anderes, wenn man dann selber ein Kind auf die Welt bringt. Natürlich. Also es ist ein ganz anderer Bezug zum Kind. Mhm. Und ich meine, ich habe, wie gesagt, zwei Geschwister, die aus kaputten Familien kommen, die vom Jugendamt in die Obhut meiner Eltern gegeben worden sind. Mhm. Die leben mittlerweile seit jeweils seit fast 14 Jahren bei meinen Eltern. Mhm. Aber da ist halt auch eine Adoption überhaupt nicht machbar. Mhm. Okay, also das sind jetzt Einzelfälle und das ist jetzt anders gelaufen. Natürlich gibt es auch den ganz normalen Fall der Adoption. Ich weiß nicht, ich habe gerade gesagt, je jünger man ist, desto besser. Das ist natürlich auch Unsinn. Es gibt so ein Zeitfenster, in dem man gut adoptieren kann. Und da stehst du mit deinen 23 Jahren wunderbar da. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon könntest oder erst ab 25. Ich bin nicht genau informiert, aber man darf nicht ein bestimmtes Alter überschritten haben in Deutschland. Yvonne, es ist wirklich jetzt die Kunst, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Und wenn ein großer Kinderwunsch da ist, sich dann vielleicht auf diese Ebene zu begeben und darüber nachzudenken, ja, dann interessiere ich mich für eine Adoption. Hm. Natürlich gibt es immer, man kann immer sagen, ja, aber das ist nicht so wie mein eigenes Kind. Ja, da hast du recht. Aber mit so einem Aber kommt man nicht weiter. Dieses Aber macht einem immer noch wieder das Herz schwer. Hm. Man muss nach vorne gucken, man muss sehen, so sind die, die Tatsachen sind so. Hm. Da nutzt es nichts, immer zu sagen, ja, aber und was wäre, wenn. Das macht einen nur traurig. Oder das wirft einen immer wieder nur zurück. Du musst nach vorne gucken. Ja, wie gesagt, also die Diagnose ist ja schon ein bisschen älter. Und also ich habe jetzt 3 Jahre damit, bin ich damit umgegangen. Mhm. Nur jetzt so, wo halt so diese, ob das im Fernsehen ist, ob das auf der Straße ist, diese ganzen Mütter mit ihren Kinderwagen, die da durch die Gegend laufen. Weil du immer noch denkst, was wäre, wenn?
Ja, weil du immer dich selber wieder reinschraubst in diese Gedankenwelt. Und da musst du gegensteuern. Nur so kannst du da für dich eine klare Haltung auch entwickeln. Du kannst auch in 10 Jahren noch einer Frau neidisch hinterher gucken, die einen Kinderwagen fährt. Hm. Nur da bist du nicht glücklich mit, denn da kommst du nicht weiter. Das ist wirklich, das glaube ich, so eine Lebenskunst, das so hinzukriegen, dass man wirklich sagt, okay, ich nehme das Schicksal jetzt so, wie es ist und hadere nicht damit, das bringt ja gar nichts. Das reißt mir nur die Wunden auf und bringt mich überhaupt nicht weiter. Macht mich vielleicht zu einer sehr frustrierten Frau. Dann bin ich irgendwann alt und bin nur immer noch neidisch auf Frauen, die Kinder bekommen haben. Nein, es annehmen und dann daraus das Beste machen. Das ist der einzige richtige Weg, Yvonne. Mhm. Mehr kann man da auch nicht zu sagen. Ja. Gib dir aber gerne auch nochmal meine Psychologin, nochmal so ein Gespräch von Frau zu Frau kann sich auch nicht schaden. Mhm. Ja? Dann mach mal so, du legst bitte auf und die Simone ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, mein Mann ist ein Weichei. Und dementsprechend werde ich voraussichtlich morgen mit sehr vielen Frauen sprechen, die genau dieses sagen. Mein Mann ist ein Weichei oder mein Mann war ein Weichei. Deswegen habe ich mich von dem Kerl getrennt. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Vielleicht kann ich aber auch mit dem einen oder anderen Mann sprechen, der von sich aus das sogar sagt, ja, ich bin Weichei, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ich bin's irgendwie. Meine Frau beschimpft mich auch so, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also, unser Thema morgen, mein Mann ist ein Weichei. Ihr könnt mailen oder eben auch anrufen, wie ihr das kennt. Daniela, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Daniela, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also, ich habe letzte Nacht irgendwie einen Fehler gemacht. Ich habe mit dem Freund von meiner Freundin geschlafen. Ja, das kann man als Fehler wohl so benennen. Mit dem Freund deiner Freundin. Bist du solo im Moment? Ja. Letzte Nacht mit dem Freund der Freundin. Der besten Freundin? Ja, einer der besten. Einer der besten. Also ist schon sehr oben angesiedelt in der Freundschaft. Auf jeden Fall. Ja. Kennen sie auch schon seitdem ich 7 bis 6, 7. Ja. Und wie lange sind die beiden ein Paar? Ja, seit 2,5. Mhm. Aber mit immer wieder mit Unterbrechungen. Naja, ist ja wurscht. Wie ist es denn? Aber im Moment sind sie zusammen. Ja. Wie ist es denn gestern Abend dazu gekommen? Das ist ganz blöd. Ich wollte eigentlich nur eine CD abholen bei ihm, die ich ihm geliehen hatte. Und dann haben wir noch zusammen Fernsehen geguckt und dann haben wir DVD geguckt und dann haben wir uns so ein bisschen gekebbelt und dann ist es irgendwie passiert. Also die beiden wohnen nicht zusammen? Nein. Hm. Sowas passiert ja nicht irgendwie so. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Ja, ich würde eher sagen, wir haben... Ja, was heißt das? Na, es ist halt im Kebbeln und dann war irgendwann der Kuss da. Hast du denn irgendwann schon mal, jetzt Hand aufs Herz unter uns beiden, irgendwann schon mal so heimlich dir das vorgestellt, wie das wäre mit ihm? Ich hatte, bevor die zwei zusammengekommen sind, schon Sex mit ihm. Ach so. Ich kannte ihn vorher. Ah ja. War damals mein bester Freund. Weiß deine Freundin das, dass da früher mal was gelaufen ist zwischen euch? Ja. Das weiß sie. Das war aber auch dann nie ein Problem. Nein, das war kein Problem. Mhm. Es war kein Alkohol im Spiel. Nein. Was die Sache noch schlimmer macht. Ja. Ja, der Alkohol könnte es vielleicht ein bisschen entschuldigen, vielleicht. Aber so habt ihr bei vollen Sinnen, habt ihr das bei vollem Bewusstsein getan. Ja. Das haben wir bei vollem Bewusstsein getan. Und die ganze Nacht auch miteinander verbracht? Ja. Auch dann eingeschlafen miteinander? Ja. Was das Ganze ja noch schlimmer macht. Aber, also es war aber nicht Arm in Arm oder so, halt nur in dem Bett zusammen geschlafen. Mhm. So, und dann wacht man heute Morgen irgendwie auf, irgendwann auf. Was war denn das für ein Gefühl? Ein Scheißgefühl. Was habt ihr geredet miteinander? Ja, erstmal haben wir natürlich gesprochen, was wir jetzt machen. Ja. Wie jetzt. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Ja, er hat gesagt, er sagt,
ihr nichts. Er überlässt mir aber, ob ich was sagen möchte oder nicht. Mhm. Und jetzt hast du den ganzen Tag, denkst du hin und denkst her. Denkst hin und denkst her. Richtig, weil ich nicht weiß, sie ist zurzeit auch nicht im Lande. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich ihr gegenübertreten soll. Mhm. Würdest du sagen, du bist nicht verknallt in den Typ? Nein. Das war reine Geilheit. Müssen wir ja. So sagen. Ja, ne? Eigentlich dann schon, ne? Ja. Wo die Pferde mit dir durchgegangen sind. Ja. Mit ihm auch. So ungefähr. Würdest du heute sagen, du bereust das? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Habt ihr heute nochmal telefoniert, ihr beiden? Nein. Das nicht. Mhm. Habt ihr noch gefrühstückt miteinander heute Morgen? Ja, ich frühstücke nicht, also das hat sich ja übrig. Das hat sich übrig. Mhm. Da hast du dich immer reingeritten, Daniela. Ja, weil ich auch nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich nichts sage und er sagt es irgendwann. Mhm. Stehst du doof da? Als noch gute Freundin? Da noch wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und sage ich nichts, stehe ich eigentlich genauso blöd da. Hat er denn von sich aus irgendwie so eine Erklärung gegeben, warum das passiert ist? Bist du sicher, dass es bei ihm auch der reine Sex war? Oder ist er anderweitig an dir interessiert? Nein, das war nein. Pure Sex? Ja. Hm. So, du kennst deine Freundin gut. Spielen wir mal den Fall durch, du würdest es ihr sagen. Was dann? Ich weiß es nicht genau. Weiß auch nicht genau, wie ich reagieren würde. Ich habe da heute den ganzen Tag drüber nachgedacht und ich weiß es nicht. Mhm. Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall eine Zeit lang mit Sicherheit nicht mit mir redet und auch die Freundschaft. Also ich weiß nicht, was dann vielleicht in ein, zwei Jahren oder so. Ja, und du hältst es für möglich, dass vielleicht irgendwie in einer Situation er das doch sagen könnte, wenn ihr euch auch jetzt einigen würdet, es nicht zu sagen? Ja, die Angst habe ich auf jeden Fall, dass es vielleicht doch, ich meine, er ist auch ein sehr jähzorniger Mann. Ja. Ja, es gibt ja so Menschen, wo man sagt, nee, dem vertraue ich 100.000-prozentig, der sagt nie was. Und es gibt Menschen, wo man so nicht weiß, wenn du schon sagst, der ist jähzornig, was der vielleicht in der Wut irgendwann mal sagen könnte oder irgendwie. Ja, ganz genau. Mhm. Somit ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen, was du tun musst. Finde ich. Du musst mit gesenktestem Haupt deiner Freundin gegenübertreten, weil du weißt, ich finde immer, das ist der größte Tabubruch, den man begehen kann. Mit dem Partner des besten Freundes oder Freundin irgendwas anzufangen. Ich hätte auch bis gestern Abend gesagt, dass mir das niemals passieren würde. Das darf einem nicht passieren. Wenn du geil bist, such den anderen Typ. Aber nimm nicht gerade den. Nicht gerade den. Für die Zukunft jetzt, nun ist es ja schon passiert. Habt ihr Vincent das ist ja, ich weiß ja auch nicht, das ist ja einfach passiert. Ja, schon. Aber ich meine, du bist 27 Jahre alt, ne? Ja. Es war kein Alkohol im Spiel. Das lasse ich nicht so gelten, dass es so einfach passiert. Man kann immer innerlich entscheiden. In dem Moment, als ihr da rumgebalgt habt, da war dir doch klar, was hier abgeht. Du hast die Situation doch beobachtet. Da hättest du sagen können, Schluss aus, ich gehe jetzt. Du hast dich darauf eingelassen, das ist deine Schuld. Das stimmt allerdings. Das ist schon meine Schuld. Ja. So, jetzt besprich das vielleicht mit dem Typ nochmal. Nicht vielleicht, ich finde schon, wenn du dich entscheiden solltest, es deiner Freundin zu sagen, was ich richtig fände in diesem Fall. Manchmal finde ich auch, dass man Dinge unter den Teppich kehren kann. Aber in diesem Fall würde ich es sagen. Dann beziehe ihn auf jeden Fall ein, damit er da auch Bescheid weiß oder nicht da völlig überrascht ist. Du wirst es ausbaden müssen. Vielleicht hast du Glück, wenn ihr das glaubhaft rüberbringt, dass es wirklich nur eine Sexgeschichte war und dass es nie wieder passieren wird und es euch wahnsinnig leid tut und weiß ich was. Aber ein Riss wird bleiben, erstmal eine Weile. Ja, die Sache ist die, ich meine, wir haben ja noch zwei Freundinnen, mit denen wir uns jeden Mittwoch treffen. Wir sind also vier Mädels. Mhm.
Das Daniela, dann ich muss jetzt das unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Sonst fliegen wir hier vom Sender. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich hoffe, du kannst irgendwas damit anfangen und dich entsprechend dann für dich auch richtig entscheiden. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gero Kuntermann. Unser Thema morgen heißt: Mein Mann ist ein Weichei. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht.